Hallo Computerversteher. Heute wollte ich mal anfangen mit einem Assembler-Tutorial. Ich selbst arbeite mit Assembler seit 1990, also seit mehr als 30 Jahren. Und es hat mir immer geholfen, ein besserer Informatiker zu sein und zu verstehen, was in den Computern und in den Programmen wirklich passiert. Das hilft euch bei Performance-Analysen. Es ermöglicht euch, hardware-nahe Dinge zu tun, wie zum Beispiel Gerätetreiber zu schreiben oder Compiler zu entwickeln. Und unterscheidet sich sehr wohltuend von den anderen Programmiersprachen wie C und Basic, die versuchen, möglichst nah an der menschlichen Sprache dran zu sein und schließlich alles in Maschinensprache zu übersetzen. Hier ist jetzt Teil 0 des Tutorials. Ich habe es Teil 0 genannt, einerseits, weil es sich um den Überblick handelt und andererseits, weil man in Assembler natürlich immer mit 0 anfängt zu zählen, als ob es nicht genug Zahlen gäbe. In Teil 1 wollen wir uns das klassische Hello World Programm anschauen. Wir werden es in C schreiben, da seht ihr es. In dem C-Code ist es einfach printf Hello World und das wollen wir dann in Assembler übersetzen mit dem GCC-Compiler und dann werdet ihr als erstes merken, dass es ein Unterschied ist, für welche Zielplattform es benötigt wird. Ihr werdet dann verstehen, was eine Zielplattform ist. Es gibt da einmal die Intel-Architektur, typischerweise in eurem Notebook, und einmal die ARM-Architektur, typischerweise in eurem Mobiltelefon oder auf dem Raspberry Pi. Die Assembler-Befehle sind dann unterschiedlich und dann möchte ich auch darauf eingehen, was der Unterschied ist zwischen Assembler und Maschinensprache. Assembler ist ein wenig näher dran an englischsprachigen Ausdrücken, da wird mehr oder weniger jeder Befehl in, ein Befehl ist in Maschinensprache, ist auch ein Befehl in Assembler. Ungefähr so kann man es sich merken und es gibt gewisse Ausnahmen davon und auch darauf werde ich dann in Teil 1 eingehen. In Teil 2 schauen wir uns Register und Flags des Prozessors an. Register sind kleine Speicherzellen im Prozessor, die benötigt werden, weil er sich zum Beispiel permanent merken muss, an welcher Stelle im Speicher er gerade am Ausführen ist. Auch wenn ihr was berechnen wollt, müsst ihr erst die Daten aus dem RAM lesen, in die Register rein. Erst dann könnt ihr addieren, subtrahieren und die ganzen anderen arithmetischen Operationen machen. Register bestehen aus kleineren Registern teilweise. Es gibt 8-Bit, 16-Bit, 32-Bit und 64-Bit Register. Darüber möchte ich einen Überblick geben. Wie die kleineren Register sich zu größeren Registern zusammensetzen, darüber möchte ich reden und ich möchte auch auf Flags eingehen. Wenn der Computer, also wenn der Prozessor zum Beispiel einen Vergleich macht zwischen zwei Zahlen, dann wird einfach nur ein Flag gesetzt auf Ja war gleich oder Ja oder Nein war nicht gleich. Und dementsprechend wird dann der weitere Programmfluss gesteuert. Sehr interessant, das wird dann besprochen in Teil 2. In Teil 3 schauen wir uns dann die Privilegien an. Was darf ein Prozess eigentlich? Das passt dann sehr gut zum Thema Kerneltreiber und zum Thema selber einen Bootsektor erstellen. Hier habe ich mal einen Bootsektor erstellt und boote eine virtuelle Maschine davon. Und ihr seht hier, der Bootsektor macht nichts weiter als Hello schreiben. Hello World war mir zu viel Tipparbeit, werden wir dann auch sehen. Und dann möchte ich auch zeigen, wie man einen Bootloader schreibt, also einen Bootsektor, der die nächsten Sektoren in das Memory reinlädt und ausführt. Und dann wird auch klar, wie der Bootvorgang bei einem Rechner heutzutage funktioniert. In Teil 5 schauen wir uns dann an, wie man ein Programm debuggt und disassembliert. Hier zum Beispiel habe ich einmal das Hello World Programm genommen und habe einen Breakpoint gesetzt, habe es gestartet und jetzt befinden wir uns an dieser Adresse und dieses Maschinensprachenkommando wird als nächstes ausgeführt. Und wir schauen uns dann an, wie man einzelne Instruktionen den Debugger ausführen lässt und dabei zum Beispiel die Register beobachtet, wie die sich verändern. Hier zum Beispiel lasse ich mir das Register AX anzeigen. Dazu ist auch sehr sinnvoll ein Hex-Editor, ein Hexadezimal-Editor, mit dem ich in einem Programm drinnen
Änderungen vornehmen kann. Und dabei wird auch euer Sicherheitsbewusstsein ein wenig geschärft werden. Denn wenn ihr einmal ein Programm habt, ist es nachträglich immer noch änderbar. Dafür ist ein Computer da und das lässt sich nicht ändern. Und ob man das mit Verschlüsselung dann umgehen kann, das wollen wir dann doch mal sehen. Das also ist mein Plan für die nächsten 4 Wochen. Entschuldigung, 5 Wochen. Ich habe bei 0 angefangen zu zählen. In den nächsten 5 Wochen will ich diese Units beschreiben und hoffe, euch dort zu sehen. Bis dann.